Hallo Leute, mein Name ist Jan Böhmermann und ich bin wieder undercover im Netz unterwegs. Als ich selber. So, und heute die große Kommentaredition. Ey, wenn man bei Emoji-Suche Sex eingibt, kommt nichts. So, wir fangen an mit gutefrage.net. Das ist ohnehin einer meiner Lieblingsseiten. Wie wird man Moderator und wie viel verdient man? Schreibe bitte respektvoll und hilf dem Fragesteller und allen Mitlesern weiter. Kein Problem. Hey, ihr Ficker. Ich, in Klammern, mein Name tut nichts zur Sache, bin Moderator. Fong-Beruf schreibe ich, weil es im Internet ist lustig gewesen vor 5 Jahren. Aber naja, macht doch nichts. Ich bin 40, bin Moderator, Fong-Beruf und kann es sehr empfehlen. Und jetzt kommt aber die Pointe, wenn man nichts gegen zu viel Sex, Geld und einen eigenen Schützenpanzer aus purem Gold hat. In Klammern, Straßenzulassung inklusive. So long, ihr Loser. I rock. Kors arme Moderator. Und ihr nicht. Und jetzt mache ich noch ganz viele Emojis mit Geld. Geldscheine mit Flügeln, Geld, 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 Geld. Und noch, warte. So. Das klingt vulgär, beleidigend oder ist rechtlich nicht zulässig. Bitte formuliere deinen Beitrag um. Was soll das denn? Hey, ihr Ficker wahrscheinlich. Hey, ihr Freaks. Was sage ich statt Sex? Schmusen. Funktioniert. Ich kann Böhmermann auf den Tod nicht ausstehen. Obwohl ich nichts von Erdogan halte, die Sprüche gegen ihn fand ich übertrieben. Hat mit Satire nichts zu tun. Deine Meinung ist doof. Satirisch gemeint gewesen. Findet ihr Jan Böhmermann witzig? Abstimmung? Ich finde ihn nicht witzig. Ist für ein arroganter Wichser. Nein, der macht feinstes Propaganda. Feinstes Propaganda. Du Fascho. Gutefrage.net. Ist nicht schlecht. So, jetzt geht's zu Twitter. Und das Schöne an Twitter ist, da sind die Leute so direkt und offen. Da freue ich mich total auf die Kommunikation. Habe ich einen Knick in der Optik oder hat Jan Böhmermann überproportional große Daumen im Vergleich zu seinen anderen Fingern und seinen Händen insgesamt? Und warum fällt mir das erst heute auf? Ja, das stimmt. Grund? Ich bin ein Außerirdischer und die Daumen sind meine Antenne zur Kommunikation mit meinem Mutterschiff. Böhmi jetzt mit Münzeinwurfschlitz zwischen den Augen oder Kampfnarbe vom letzten Rap-Battle. Oh, die Leute sind so super äußerlich, ey. Oh Mann. Das ist meine Schönheitsfalte. Die habe ich mir spritzen lassen. In Düsseldorf, Anna Kühl. Gefällt dir nicht? Aber jetzt wie auf die emotionale Art. Traurige Emojis. Let's go to Instagram. Es gibt einen Instagram-Kanal, der heißt Jan Böhmermanns Handrücken. Da postet jemand Bilder von mir, von meinem Handrücken. Und dann postet auch jemand ein Bild von mir, wo ich meinen Bauch gezeigt habe. Weird. Okay. Hey, cooler Kanal. Wer bist du? Ich frag für Jans Anwälte. Das macht Spaß. Ich geh mal zu YouTube. Bei YouTube ist immer was los. Was will der? Hat er überhaupt den Longboard-Führerschein gemacht? Oh, das ist ein ganz alter Running Gag. Der soll weg. Ich will das Studio sehen. Das ist ein alter Running Gag, das wissen wirklich nur die ganz alten Hardcore-Fans. Und ich erkläre das jetzt einfach mal nicht. Warum sieht Jan Böhmermann eigentlich 20 Jahre älter aus, als er ist? Das möchte ich jetzt nicht schriftlich beantworten, aber ich beantworte es einfach mal mündlich. Das ist, von außen ist das schon so und von innen ist noch viel schlimmer. Innen drin bin ich 40 Jahre älter, als ich eigentlich wirklich bin. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn ich an der Kasse stehe und nur 2 Teile habe, ich kaufe gerne wegen der Demenz Zitronen und Tic Tacs. Und dann stelle ich mich an die Kasse und dann kommen, sehe ich schon die ganzen Studenten mit ihren Ramen-Nudelpackungen, die schnell wieder raus wollen. Und denken die, hier, hinter Kultbühmi, da geht's schnell. Mindset of an 85-Year-Old. Da hole ich das Portemonnaie raus. Und das Erste ist, ich versuche es passend zu zahlen. Und zwar nicht mit Karte, sondern immer mit Bargeld. Das probiere ich erstmal so 2 Minuten, um da drin eine Münze zu finden, die ich brauche. Das klappt dann aber meistens nicht. Und dann mache ich so. Oh! Sie haben doch kurz den Moment. Sekunde bitte, Sekunde. Und das Geräusch immer ganz wichtig beim Runtergehen. Und dann, nachdem ich diese Aufgabe erledigt habe, nicht mehr wissen, warum ich eigentlich überhaupt das Geld rausgeholt habe. Ist noch mehr Geld weggerollt, ne? 10 Cent. Geld ist Geld. Und ein Pupsen und wieder hoch. Und die Schlange ist weg hinter einem. Wo war ich stehen geblieben? Geht raus, oder? Ah, drücken. Ah!